Das heißt, die Aufgabe lautet, in einer Urne sind 10 Kugeln, 6 davon sind rot. Es werden 6 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. X zählt die roten Kugeln, berechnen Sie P von X gleich K. So, und da müssen Sie die Formel für die hypergeometrische Verteilung ansetzen. Und ausnahmsweise finde ich die Sprachgebung des Oberschulamtes an der Stelle gut. Normalerweise bin ich mit denen nicht so einer Meinung. Aber die Idee ist, Sie haben hier ein Groß N quasi stehen und es werden N, klein N gleich 6 gezogen. Das nervt ein bisschen, aber ich glaube, die Standardliteratur sagt da ein Groß N und ein Klein N. Deswegen habe ich das so gelassen. Und das heißt, Sie ziehen aus Groß N Kugeln Klein N. Also das ist Klein N aus Groß N. Oder ich schreibe das hin, N aus N. So viele Kugeln ziehen Sie. 6 davon sind rot. Also das ist, das nennen wir dann N. Und Sie wollen wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, genau K Kugeln zu ziehen. Und dann haben Sie hier aus den N gezogenen Kugeln sind K rot. Das ist K aus N. Und hier hinten schreiben Sie dann einfach den Rest hin. Also ich sage immer, das plus D muss das sein. Also steht hier N minus M. Oder es sind N minus M Kugeln sind ja da dann, nicht rot. Und hier N minus K von diesen Kugeln sind nicht gezogen. Und das heißt, das füllen wir jetzt mit Leben. Das heißt, das ist dann M gleich 6 über K mal, und das N war 10, also 10 minus 6 über 6 minus K dividiert durch 10 über 6. Das ist die Wahrscheinlichkeit, genau K Kugeln zu ziehen. Und das können Sie dann dementsprechend auch ausfüllen, also für K gleich 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können Sie hier die Werte einsetzen und die Ks einsetzen und kriegen dann die entsprechenden Werte raus. Tatsächlich treten Aufgaben dieser Art aber mehr verklausuliert auf, nämlich zum Beispiel wie die nächste. Also das ist das hier, quasi die Theorie dahinter ist. Aus 20, zum Beispiel Schülern, aus 20 Schülern werden 5 ausgewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Anna und Lisa beide dabei sind? So, und da ist dann eine Aufgabe, die ist schon jetzt ein bisschen schwerer, weil hier ist es, bei dem Ding ist es ziemlich klar, was hier passiert, bei dem hier nicht. So, und das heißt, das Erste, was wir haben, ist, wir haben 20 Schüler und aus denen werden 5 ausgewählt. Ja, die Anzahl der möglichen Auswahlen von 20 Schülern, 5 auszuwählen, sind 20 über 5. So, und jetzt sind Anna und Lisa zwei Personen und von diesen zwei Personen, Anna und Lisa, werden beide mitgewählt. Also 2 über 2 mal, so, und von den übrigen 18 werden dann noch 3 ausgewählt. Also 5 minus, oder von den übrigen 20 minus 2 werden dann noch 5 minus 2 ausgewählt. Also nochmal, ich wähle aus 20 Schülern 5 aus, dann habe ich zwei spezielle Schüler im Auge, das ist Anna und Lisa. Und die Anna und Lisa werden beide gewählt und die von den restlichen 18 müssen dann noch 3 gewählt werden. Und dann kommt dieses Ergebnis bei der hypergeometrischen Verteilung raus, also Wahrscheinlichkeit, und ich nenne das jetzt hier mal von x gleich 2. Also das heißt, das sind diese beiden Schüler, 2 aus 2. Wenn Sie hier dann zum Beispiel nur Anna oder Lisa, also eine von beiden, wenn eine von beiden mit dabei sein soll, dann hätten Sie zum Beispiel, oder genau eine muss man natürlich sagen, bei genau einer würde das dann zum Beispiel so aussehen. 20 minus 2 mal 5 minus, über 5 minus 1 durch 20 über 5. Ja. So, das heißt, das wäre jetzt so ein Beispiel, wie man so eine Aufgabe, in den Textaufgabe verschwinden lässt, ohne zurücklegen, ohne Kugeln mit reinzunehmen. Gibt es Fragen zu den beiden Aufgaben?